Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Jo, Leute, wie geht's euch so? Ich hoffe ganz gut. Mir geht's blendend. Ja, draußen ist Mistwetter, da kannst du nichts machen, also nehme ich auf. Ja, so. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht übersteuert gerade beim Reinflöten hier vom Factorio. Wir haben Salpetersäure gebaut. Ja, immer unsere Ems hier. M&Ms. Weiter geht's mit Raketentreibstoff. Nee, die Stickstoff Tetroxid. Warum nicht Tetra, sondern Tetro. Eigentlich Tetraoxid, oder? Ja. Weil es ist auch wieder ein Oxid. So, also. Wir brauchen den Distickstoff-Tetroxid zur Erzeugung hier. Also wir wollen den erzeugen. Dazu brauchen wir Stickstoffmonoxid. Jo, wem würden die Wörter jetzt hier auch schon total wir hier im Kopf? Ich will nicht Check Tank wissen. Wir haben ja diesen Stickstoffdioxid. Stickstoffmonoxid haben wir hier, okay. Ja. Stickstoffmonoxid. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Stickstoffmonoxid wird hier hergestellt. Aus Ammonium, ne? Ne, Ammoniak, nicht Ammonium. Sagt sie wieder falsch. Also Stickstoffmonoxid brauchen wir jetzt. Für eine weitere Fabrik. Da hätten wir zwar noch ein wenig Platz, aber das passt hier nicht rein, weil wir da andere Sachen haben. Wir würden das hier machen. So, Rezeptebuch. Wir brauchen eigentlich wieder unsere Anordnung. Allerdings diesmal eine einfachere Anordnung hier. Das gleiche Prinzip wie die hier, aber anders. Ich denke, das würde ich jetzt mal wieder selber konstruieren, weil mal da das nicht so, da haben wir sonst viel zu viele Rohre. Wir haben keinen Abfallstoff, wir haben keine zwei Stoffe. Wir haben einfach nur das eine hier, den hier, und wollen den verwenden. Wollen wir das hier neben dran stellen? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, bisher haben wir alles so gebaut. So, ich mache mal eine Begrenzung. 1, 2. So, da mache ich mal eine Rohrleitung hin. Wo hat denn jetzt hier die Fabriken hin? Kuh. Nee. Hä? Ach, ich hab. Wieso? Wie kommt denn der dazu, dass. Hä? Der hat mir gerade hier die... Ach, ich habe 1 gedrückt. Okay, das erklärt alles. So, wir haben schon wieder keine Fabriken mehr. Heieieiei, das ist doch mal hier. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Die sollen jetzt hier mal einzeln gebaut werden. Das dauert eh lang genug. Also, dann wird es so sein... Wir schließen hier direkt an. Ne, wir machen das so. Wir schließen hier an. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stimmt das überhaupt? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und hier 1, 2, 3. Ja, mal schauen. Wir werden es gleich sehen. So, da haben wir schon welche. Wir können das ja wieder doppelt anschließen zum Bleistift. Jetzt haben wir auch das Bild wo. Machen wir es einfach. Das haben wir, glaube ich, schon irgendwo als Blueprint, so ähnlich. Ich sag mal nur so ähnlich, aber nicht doppelt halt. Als doppelte Insel. Ja gut, ich komme da wieder von meinem Kreda ab mit Inselbau, ne? Ich baue wieder neue Inseln. Warum immer die alten verwenden? Die sich schon bewährt haben. Ha. So. Da haben wir einen Fehler gemacht. Warte mal, was haben wir denn hier für Fehler gemacht? Ah, ich sehe. Wir haben jetzt erstmal hier angefangen. Ah ja, so. Ja. Ist jetzt auch wurscht. Dann möchte ich einfach unten durch.
Das heißt, hier wird wieder hier. Da ist zu überlegen, ob man. Ob man den ähnlichen Aufbau machen wie hier, aber. Oder ob alles in eine Richtung dann läuft. Nee, es wird eine ganz neue Insel. Naja, beziehungsweise, warte mal. Vom Strom haben wir da ein bisschen ein Thema. Jawohl. Schauen wir mal. Also. Das ist nicht nötig, ich weiß. Ich mach's trotzdem. Also das wird jetzt die einfache, ganz einfache Insel hier. Ich werde es in die Leitung rein fördern. Ich hoffe, das ist dann ausreichend. Ich meine jetzt halt von dem Ding, das hier. Ja, wir können das auch total parallel aneinander bauen hier. Ich lasse einfach mal hier ein bisschen Platz. Dass ich hier eine Doppelleitung bauen könnte. Ansonsten, wir hätten das rumdrehen können. Keine Rohren mehr, keine Röhren mehr. So, warte mal. Den Strom können wir mal verbinden hier. Der muss jetzt leider hier hin. Anders geht es nicht. Ja, könnte ich mal ein paar Rohrleitungen haben? Hallo, Spieler braucht Rohr. Hey. Ja, ich habe da viele Rohre gebraucht. Dadurch ist es doch andersrum machen. Dann brauchen wir aber wieder ein bisschen mehr Platz, oder? Wobei, nee, wir könnten. So, Moment. Ich mach's anders. Einmal rumdrehen. So, dann brauche ich aber hier die Leitung darüber. So. Und so. Ja, weil wahrscheinlich die eine Leitung dann total überlastet ist mit dem Produkt hier. Inzwischen habe ich mein ganzes Material bekommen. Ja, ich habe das extra hier so gemacht, damit ich die Leitung rüberlegen kann. Hätte ich jetzt auch hier so machen können, dann hätte man halt doch einen Platz verschenkt. Aber man kann vieles anders bauen, wie man möchte. So, ja. So, was wollen wir jetzt hier wieder für ein Rezept bauen? Die Stickstofftetroxid, das sieht aus wie, das hier ist ein anderer Strich in der Mitte. Die Stickstofftetroxid. Das hier. Ja. So. Naja, ich weiß ja schon, wie es ausschaut. Und das Symbol ist gleich, nur hier ist das Molekül anders. Sowas mag ich eigentlich auch nicht so ganz gern, das Zertropfen, aber. Da ist denn auch nichts mehr besseres einzugefallen, wie sie es färben soll noch. Wobei der Tropfen in der Mitte halt eine andere Farbe hat, ne? Das hätten wir ja verwenden können. Verstehe ich manchmal nicht. So, wir brauchen wieder Pumpen. Ich denke mal mit drei Pumpen oder so. 1, 2, 3 Tanks. Tanks. D
Okay, das ist schon mal die Ablieferung gemacht hier. Und dann brauchen wir jetzt noch die Anlieferung von dem hier. Vom Stickstoffmonoxid. Monoxid. Monoxid. Mon. Wie liefere ich das jetzt wieder mal? Das ist immer die Geschichte, ne? Wie liefere ich einen Stoff wohin? Ja, der wird hier begeben, genau, doch passt. Ich habe gerade überlegen, wieso da ein Fehler wieder drin ist. Ein Fehler, ich bin der Roboter. So, nee. Krieg dich wieder ein. Das finden die Leute gar nicht schön, was du hier machst. So. Oder sie finden es lustig, das kann natürlich auch sein, ne? Wenn ich da manche Leute anschaue, was die bei ihrem Let's Play alles für witzige Dinge bringen. Da kann ich auch ruhig mal ein paar Witze machen. Man soll es halt nur nicht übertreiben, würde ich sagen. Was ist denn jetzt das hier? Ah. Moment. Ich bin in der Zeile verrutscht. Ich habe schon gedacht, ich hätte hier wieder die mega uncoole Vermischung angemacht hier. So, wir brauchen hier nochmal eine PÜ-Pimpe, eine Pimpe. Eine Pümpel. Nee, da geht's nicht. Das müssen wir hier machen. Haben wir da Strom? Ja, wir haben Strom. Perfekt. Okay, nee, ich kann hier ja gar nicht tunneln. Weil ich hier schon Tunnel. Ja, das ist bescheiden. Ich möchte hier nicht von dem einen abzweigen. Das ist nicht ganz blöd hier. Hm. Ach man. Ach komm da. Nee, das ist jetzt toll, wenn es hier schon Verbindung hat. Also doch, Tunnelband. Band, ja. Tunnelrohr. Machen wir so. Das sieht ein bisschen eigenartig aus, aber auch. Es funktioniert. Technik, die funktioniert, ist immer gut. So. Da wird der Stickstoffmonoxid reingedrückt und wir bekommen die Stickstofftetroxid. Also, dann können wir das ausstreichen. Zack. Jawohl. Und jetzt kommt schon der Raketenoxidinator. Ja. Der wird erstellt aus Salpetersäure und die Stickstofftetroxid. 10 zu 10, also. Das ist nicht so arg viel, finde ich, aber okay. Wir brauchen dazu wieder, wer hätte es gedacht, Chemiefabriken. Haha. Gut. Rezeptbuch zu. Ja, die Frage ist, eigentlich stellt sich die Frage gar nicht. Wir könnten theoretisch, wir haben unser Silo hier. Nee, das ist eigentlich eine banale Distanz hier. Nee, wir machen es nicht. Wir hätten gekönnt, aber wir machen es nicht. Ich würde sagen, wir löschen hier noch ein bisschen Wald aus. Einfach, weil wir es können. Ja, holt mir mal das Holz. Jawohl, da kommt die Flotte hier. Tschum. Das können die mit so richtig geiler Perfektion hier das Ganze abrupfen. Also, Raketenbehälter. Das bedeutet, wir haben ein Produkt, das wird in Kisten gelagert. Und verarbeiten zwei Sachen hier. Gut, da würde eigentlich wieder Numero die hier sein. Drei, wenn man es mal so will, von Blaupausen, was wir jetzt hier bisher haben.
Ja, doch, zwei Produkte. Ja, das hätte man ja in dem Fall ja ein bisschen einfacher machen können. Ne, wir haben kein Abfallprodukt, genau. Wir haben ja gar kein Abfallprodukt. Aber ich habe kein anderes Konstrukt. Oder ich erstelle noch mal Silber 1. So, wir brauchen aber erstmal wieder hier. Die hier. Brauche wieder 8 Stück erstmal. Weil das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wie habe ich das gemacht? Ich habe das schon mal. Ah ne, da haben wir. Ja, da haben wir ein Produkt und noch eine Flüssigkeit. Das ist eigentlich eine vierte Bauweise hier jetzt, oder? Nee. Warte mal. Da haben wir das hier so. Das haben wir so rumgemacht. So. Können wir das adaptieren? Eigentlich können wir das doch adaptieren hier, den Blueprint. Ich lösche den mal hier. So, warte mal. Da brauchen wir einige Sachen nicht, was da am Ende rumkriebelt. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Oder? Das brauchen wir, das brauchen wir, das ist eine Zuleitung. Speichern. Das ist nur eine Zuleitung, genau. So, den Blueprint nehme ich jetzt mit. Und knall den dann hier hin. Dreh das mal um. So möchte ich zusammen das jetzt ab. Anders wie da hier wieder. Das ist jetzt ja so. Wir ändern ein Programm bitte. Und zwar weg damit. Und zwar, wir möchten das hier haben: die Behälter für den Oxidator. Wobei ich das witzig finde, dass das der Oxidator aus dem, was wir jetzt hier gemacht haben, ist, ja, als Salpeter und ein Stickstoffdings vom Ser. Das ist sehr lustig eigentlich. Weil normalerweise geht man ja bei Raketentreibstoff davon aus, ja, dass der Oxidator zum Beispiel Wasserstoff ist und Sauerstoff dann. Also in dem Fall dann Sauerstoff der Oxidator, ja. Nicht der Liquidator. Bau mal mit, so. Weil ich es kann. So, wir brauchen noch eine Dreier-Anbieterkiste. Ja, wir hätten das jetzt natürlich so machen können mit den vielen Kisten hier. Jede Fabrik kriegt eine Kiste und einen Roboter. In dem Fall wollte ich es aber nicht machen, weil wir das eigentlich in eine einlagern können. Und einmal mal schauen, wie effizient die ganze Sache ist, ob das jetzt anders besser wäre. Aber naja. So. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben das eine da dran. Zuerst das Blau-Blau-Rot hier. Das müsste Salpetersäure sein. Nee. Das ist die Stickstoff-Dingsbums daher. Also, Blau-Blau-Rot kommt auf das Äußere hier drauf. Dazu möchte ich bitte wieder Pumpen haben. Mindestens zwei. Also es kommt einmal hier hin. Anschluss.
Und das andere brauchen wir da dran. Das ist die Salpetersäure, genau. Petersalzsäure. Da können wir jetzt hergehen und können das hier unter dem durchtunneln. Daher. So. Und schon ist es verbunden und schon produziert in atemberaubender Geschwindigkeit. Wir haben die Raketentreibstoffe fertig. Beziehungsweise die andere Hälfte, die zweite Hälfte. Und daraus können wir jetzt schon mal das hier streichen. Und Raketentreibstoff wird jetzt einer Assembler-Fabrik zusammengebastelt. Oder? Nein. Fehler, Fehler, Fehler. Es wird auch in Chemiefabriken gebaut. Und zwar aus zwei Produkten. Da können wir unsere Fertigungsinseln benutzen. Jo! Aber ich baue mal 8 Stück schon mal wieder hier. So, halt, falsch. So, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und keiner lacht. Haha. Doch, nur ich lach. So, weiter geht's. Das lasse ich aber nicht hier machen, sondern drüben beim Werk. Ich glaube, ich nehme mal einen Zug mit. Der wird nicht leer. Kannst du bitte weiterfahren? Das warten, bis die Zeit abgelaufen ist. So, zur Beladung bitte. Danke. Ja, ich kann das auch überbrücken hier sozusagen. So, ich möchte ungefähr in die Richtung. Doch, da oben können wir aussteigen. Hui, das ist, da bleibst du einfach von 0 auf 100 hier, zack, bums, und zurück dann wieder, ja. Jo, hier sind wir, da düdelt die Musik hier. Ja, da haben wir auch eine interessante Fabrik gebaut, damals. Unsere wird allerdings ganz einfach sein, so wie die hier zum Beispiel. Ja, ohne Dings hier. Hab ich sowas schon mal? Muss ich mal gucken im Büchle. Irgendwas nur mit Chemiefabriken im Kreis angeordnet. Das ist was anderes. Aber das ist auch eine Fertigungsinsel im Prinzip. Das hat bloß keine Nummer. Produktionsinsel. Ja, Fertigung, Produktion. Das ist auch die eine. Das ist nochmal eine. Mit Chemiefabriken. Ja, fast. Nee. Nein. Oh, ich habe dich sowas noch gar nicht. Ja, gut, dann machen wir das eben nochmal selber. Selbstständig, aber ich hätte gedacht, ich hätte sowas schon mal. Im Prinzip sowas wie die hier. Kann man da was zum Teil kopieren? Nee, wir machen was ganz Neues. Ja, das kann man hier nicht hinbauen, das ist ja schon wieder im Weg. Dann bauen wir es einfach hier drunter. Dann haben wir hier die ganzen Sachen so beieinander. So. Was habe ich denn hier? Schneller, das ist egal. So, das können wir schon mal bauen, dann machen wir hier eine... Da mache ich auch eine Anbieterkiste. 3 meinetwegen hier. So. So, das ist der erste Anfang. Dann können wir jetzt hier weitermachen. Brauchen wir da Express-Fließbänder oder die anderen Bänder? Hm. Schauen wir mal. So in etwa. So, da brauchen wir jetzt gar nicht groß auf die Pfeile achten. Die interessieren uns nicht. Früher wäre ich jetzt hier eingebaut, wenn ich das so mache wie hier. Weil ich mich da meistens dann nicht mehr zwischen den Gebäuden durchquetschen kann hier. Oh ja, das hat mir beim Vanilla wieder sehr missfallen dann. So, wir brauchen eine Anforderungskiste. Da nehmen wir eine kleine, das reicht normalerweise.
müsste eigentlich von dem Platz her reichen. So, Stapelgreifarme. Warte mal, wir machen folgendes. Brauche ich das hier eigentlich noch? Ach, wisst ihr was? Das kann ich mal. Das kann ich mal ins Buch schmeißen, da bei den Bahnhöfen mit rein. So. Das könnte ich auch aufheben. Was habe ich hier noch aufgehoben? Ach, das ist der hier. Wir heben es mal auf. Einfach so. Jetzt nicht als Produktionsinsel speichern oder so, oder? Wenn, dann müsste es eh irgendwo hier hin. Was ist denn das hier? Achso, das Tanklager. Fiberglasbahnfabrik. Wir haben ja noch so einzelne Dinger hier gespeichert. Spezifisch auch irgendwas hier. Ja, man könnte die jetzt benennen auf ein gewisses Ding hier. Was würde ich denn da sagen? Wenn dann eine Flüssigkeit zum Produkt hier oder so, aber ich würde einfach sagen, wir machen hier sowas, dass wir hier einen Greifarm wählen. Wie will ich ihn denn benennen? Chemie zu Produkt. Ja, könnte man zum Beispiel machen. Eine Chemikalie zu ein Produkt. Ja. Weil da tun wir ja nur eine Flüssigkeit in was anderes verwandeln, oder? Nee, Quatsch, stimmt ja gar nicht. Ne, es ist zwei Chemikalien zu einem festen Produkt hier. Zwei Chemikalien zu einem festen Produkt. So. Ah, so in etwa. Quatsch. Ich möchte mal ins Buch. Wir haben da noch eine, ja. Das nennen wir ganz einfach Algengewinnung. Das schmeiße ich hier einfach hier unten rein. Und zwar blaue Algen. Produktion. Hier fehlt ein Energieübertragungswerk. Wenn wir das verstärken, bringt uns nichts. Okay. Dann kommt einfach hier ein neuer Kasten hin. So kann ich auch schon mal hier die Bänder eingrenzen. Ja, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich wollte nämlich eigentlich, was ist das hier? Zwei Chemikalien zu Na, eigentlich ist es ein Blueprint zu zwei Chemikalien. Man kann auch eine Chemikalie damit erstellen, natürlich. Und das ist je nachdem, das ist eigentlich eine Multifunktions-Blaupause. Ich lege die auch mal mit rein. So, Symbol. Wir brauchen dazu mal ein Rohr.
So. Zwei Chemikalien zu zwei Produkten, nee. Ja, ich schon Produkten. Zu zwei anderen Chemikalien. Hm. Ich schreibe mal zu zwei Produkten, weil sonst schreibe ich festes Produkt hin. Produkten. Ihr seht's ja, wir haben ja keine Greifer jetzt drin. Enter. Speichern. Müssen wir mal kurz gucken, ob das da das andere gespeichert hat. Ja, ich habe Enter gedrückt. Sonst speichert er das mir nicht richtig ab hier. Dann hätten wir nicht einmal wieder aufgeräumt und die Kiste hier, die soll endlich mal da bleiben. Da hat sich anscheinend auch ein bisschen was geändert mit der Leiste hier. Mit der Quick-Leiste. Also zur Version 17 meine ich jetzt natürlich. So, und ich wollte immer noch was machen. Ich wollte mir ganz kurz eine Blaupause holen. Und wollte hier das markieren. Die Kiste, die lasse ich draußen. Okay. Nur um die ganze Sache hier, wie das da angeordnet ist, zu kopieren. Und dann kommt das Ganze wieder in die Mülltonne. Jetzt mache ich eine Anforderung, beziehungsweise ich mache ein Programm. Und zwar möchte ich Raketentreibstoff. Ja, hier in dem Produkt gibt es nicht viel. Batterie oder Raketentreibstoff. So, alles drauf und das mal 8 genommen. Die Anforderung 32 zu 32. Ja, wir werden das mal achten. Was ist denn 3 mal 8? Das ist 16, 24, 240. Dann machen wir hier 300 draus. Ich überschlage das einfach mal. Ne, nicht 203. Na. 300. Auf dem Weg, ja, 500. Ja, okay, das passt. So. Und jetzt wird dann hier bald das nächste Projekt fertig sein. Das nächste Produkt. Und dann fehlt bloß noch der Satellit hier. Ja, und da wir jetzt hier fertig sind, würde ich heute mal wieder die Folge beenden. Wir sind ja bei einer halben Stunde. Ich sage wieder sehr vielen Dank für euer zahlreiches Zuschauen hier. Und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet hier bei Factorio. Ja, tschüss, sagt euer guter alter Fabrikbauer Legolas. Ciao.